So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Der DAX ist aktuell der Outperformer. Da haben sich, so denke ich, gestern einige Short-Seller kräftig die Finger verbrannt nach den Terroranschlägen in Brüssel. Und das ist sicherlich ein Grund, dass jetzt hier der DAX eine Rallye von gut 300 Punkten eben hingelegt hat vom gestrigen Tief aus. Und wenn man jetzt hier im Vergleich den Dow Jones sieht, gestern hat er eine recht enge Handelsspanne gehabt und hat sogar im leichten Minus eben geschlossen. Aber was natürlich auch auffällig ist, natürlich der Dow hat eine viel größere Rallye oder eine stärkere Rallye mit mehr Dynamik hingelegt, eben als der DAX. Deswegen gibt es sehr oft gegen Ende oder möglicherweise gegen Ende einer Rallye-Phase, gleicht sich das ein bisschen an, gibt es eben Umschichtungen von US-Werten wieder in deutsche Werte, und so kann man sich das eben auch teilweise erklären. Und die andere Erklärung ist natürlich eben gestern nach der schrecklichen Tat, dass dann viele eben auch auf fallende Kurse sicherlich gesetzt haben. Ich bin aktuell mit der Dow Short Position einfach charttechnisch ja noch im Zufrieden, im Reinen oder sowas. Und das ist alles eben möglich. Zuerst war das Anfang der Woche bzw. letzte Woche, eben gab es hier zwei Short Limits. Der Stoppkurs lag hier oben. Ein Limit ist ausgeführt worden. Gestern gab es eben dann, jetzt kann ich das auch löschen, ich wollte es eben nur noch mal erwähnen, gab es jetzt hier eben eine Anpassung auf Schlusskursbasis, auf Tagesschlussbasis wurde der Stopp auf 17.700 gesenkt. Kann also intraday knapp vielleicht über die 17.740 drüber schießen, aber sollte dann möglichst hier unten schließen. Die andere Alternative ist, oder auch das präferierte Szenario, diese Trendlinie wird überhaupt nicht überschritten und fällt jetzt, sage ich mal, eben mindestens auf 17.400 Punkten runter. Natürlich im Idealfall 17.200 Punkte. Aber die Ziele werde ich eben erst dann, falls eben die Position noch im Depot drin bleibt und ich dann in den Urlaub gehe, werde ich natürlich die Short-Ziele benennen. Wird sicherlich auch eine Aufteilung geben und der Schlusskurs wird dann direkt erfolgen und nicht unbedingt auf Schlusskursbasis, dass da eben keine Fragen offen sind. Aber noch ist es eben nicht so weit. Und wenn man auch jetzt hier den S&P 500 anschaut und auch heute jetzt die Future-Stände im US, zieht er definitiv nicht mit den europäischen Märkten und überhaupt hauptsächlich mit dem DAX. Also ist es legitim, hier auch auf fallende Kurse zu setzen, beziehungsweise es wurde ja hier die Position eingegangen vor den Terroranschlägen. Im DAX, wo könnte der eben noch hinkommen, gab es ja mal noch ein Maximalziel rund bei 10.300 Punkten. Hier wäre eben auch noch ein Ziel von, ist jetzt dann klar, die letzte Bewegung war dynamisch, aber ob sich das eben weiter durchsetzen kann, wenn die US-Märkte nicht mehr anziehen sollten, dann wäre auch hier noch 10.200 Punkte etwa zu nennen. Oder welche hier sowieso schon lange auch dran steht, wäre eben 10.140 rund plus minus 10, 20 Punkte. Preistreiber ist jetzt hier eben, was auch anfangs schon erwähnt worden ist, die Bayer AG. Aber das ist jetzt hier nur ein Schaubild, kein spezielles Setup, was hier aufgenommen worden ist. Wie oft hier an dem EMA 200 abgeprallt. Und eben zu Wochenbeginn wurde ein Gap produziert und steht jetzt eben bei 105 schon. Das ist, wie gesagt, die Bayer-Aktie könnte wirklich noch den DAX
noch ein ordentliches Stück nach oben treiben. Kommen wir nun zu den anderen laufenden bzw. interessanten Chartbildern. Australisch-US-Dollar wird weiter auf einen neuen Einstieg weiter unten gesetzt, gewartet. Silber hat heute einen kleinen Ausverkauf hinter sich. Aktuell wurde jetzt hier noch kein neues Limit, Kauflimit eingetragen, denn hier wird jetzt eben, wie präferiert vom Gold, die Abwärtsbewegung eben seit 1250 wird eben erwartet, dass es hier Richtung 1220 läuft. Und da hat eben Gold noch ein bisschen Platz. Das Tagestief hat sich zwar schon deutlich angenähert, 1231, und folgt hier eben im Idealfall vor Ostern noch ein Rücksetzer bis 1220. Dann wird noch Gold aufgenommen und dann eben auch gleichzeitig eine Silberposition. Diesmal werden dann beide Edelmetalle gehandelt. Hier wäre, wie auch schon erwähnt, 1550 ein idealer Einstieg. Möglicherweise war das vielleicht hier sogar das Low. Und ich würde dann hier noch ein Limit vielleicht platzieren. Aber jetzt aktuell heute noch kein Bedürfnis da einzusteigen. Kurz zu Chevron. Ja, sollte eben der Dow Jones nicht weiter anziehen, ist hier ein Rücklauf weiter möglich und auch sehr gut denkbar. Der Stopp liegt hier schon weiter unten. Twitter ist träge Setup bzw. plus minus 0. Morphosis nähert sich dem EMA 200 im 4-Stunden-Chart an. Kann man kurz auch mal den Tageschart anschauen. Halbe Position wurde verkauft, knapp unter 43 Euro. Der Stopp bleibt da. Sollte man jetzt nicht die Gewinne vielleicht begrenzen, denn es sieht hier wirklich auch gut aus. Auch genauso wie wir gestern den Schlussbericht gelesen hat, beziehungsweise schon Anfang der Woche, habe ich ja gleich schon erwähnt, dass die Biotechs, die US-Biotechs eben ein Outperformer sein könnten. Und es hat sich dann gleich gestern halt bewahrheitet. Und da könnte sich eben auch die deutschen Biotechs vielleicht eine Scheibe abschneiden. Hier das Pfund gegen US-Dollar läuft dagegen nicht gut. Hier wurde das Setup bzw. Szenario gestern hier erstellt mit einem Rücklauf an die 1435. Alternativ war eben hier noch ein Pfeil, dass es die Trendlinie touchiert, erreicht wird, allerdings eben nicht auf 4 Stunden Schlusskursbasis sollte dieses Level halten, sonst wird halt hier das Setup, bislang sind es 70, maximal waren es 75 Pips oder rund 75 Pips Risiko, aktuell sind es 50, sind wir im Minus. So, und dann kommt noch Fresenius dran. Ja, frühzeitig, als die Kerze, entstand, habe ich hier das Muster bzw. eben auch die Aktie gefunden, sage ich mal. Und hat sich hier eine schöne Unterstützung die letzten Wochen und Monate gebildet, beziehungsweise eben auch Widerstände. Sollte hier runterkommen. Kauflimit war dann wirklich so gewählt, dass es eben temporär dieses Unterstützungsband eben durchschlägt. Und wie man auch sieht, ist tatsächlich das so passiert. Das Risiko ist theoretisch hier schon verdient worden. Wie schon gestern erwähnt, im Laufe des Tages wird jetzt hier
der Stopp angehoben, entweder auf den, direkt auf den EMA 200 oder eben direkt auf das letzte Tief. Theoretisch wäre auch hier sogar jetzt eine Teilgewinnmitnahme möglich, weil ja, wie gesagt, das Risiko ist verdient worden. Die Hälfte mit der Position raus, Stopp, ja, ein Einstand, was ja auch gleichzeitig dann das Tief darstellt. Und dann kann mit der Position gar nichts mehr passieren und wirklich ja, auf dieses Kursziel bzw. auf das untere Kursziel dann warten. Mehr oder weniger ohne Risiko. Natürlich ein Gap-Risiko ist immer dabei. So, das war's. Dann danke fürs Zuhören und man sieht sich bzw. hört sich dann später noch einmal.